Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Willkommen zurück zu Sonic Chaos, Leute. So, in Sleeping Egg will ich noch mal eine Chance haben. Und zwar diesen dämlichen zweiten... Vierten Chaos Emerald zu sammeln. Drei haben wir ja schon. Genau. Und deswegen begeben wir uns jetzt auf die Suche nach den 100 Ringen. Ich werd bekloppt, das kann doch nicht so schwer sein. Na, Sleeping Egg, das sollten wir doch hinbekommen, oder? So. Immer getreu dem Motto, das kann doch nicht so schwer sein. Da pack ich euch noch jede Menge Ringe oben drauf. So, nach diesem Motto müssen wir vorgehen. Und dann passt das. Dann ist das alles gar kein Thema. Und dann, ja, schaltet ihr wahrscheinlich genervt ab, weil ihr denkt, ach, diese Nummer, die hat er jetzt inzwischen schon 1 Million Mal durchgezogen. Kann er das nicht endlich mal lassen? Es ist wahrscheinlich so. Aber ich kann es mir nicht mehr abgewöhnen. Es geht einfach nicht mehr. Was soll ich denn machen? Und dann nicht so lang, bis ich meine erste eigene Call-In-Show moderiert habe. Genau. Oh, das wäre der Hammer. Also eigentlich wäre es nicht der Hammer, weil ich finde, das ist Geldabzocke und ach egal. Aber, aber sowas einfach mal spaßeshalber zu moderieren, das hätte was. Naja. Aber die Tür habe ich mir damit ja zugeschlagen, wenn ich schon extra öffentlich sage, dass es Geld abzocke. Naja, aber dazu stehe ich. Gut. Egal, wir haben fast 100 Ringe schon, während ich will von irgendwelchen Call-In-Shows rede. Naja, warum nicht? Es ist trotzdem kein Commentary, ich spiele das alles live. Ui. Das ist es ja, man kann auch live spielen und Commentary machen, über Themen reden, die die Welt bewegt. Das geht auch. Das ist nicht so, das... Na egal. Ja. Auf der anderen Seite, muss man ja wirklich dazu sagen, wenn man wirklich live spielt, dann ist es natürlich schon schwieriger, sich auf ein Thema zu konzentrieren, weil zwischenzeitlich kommen dann Fails und dann sagt man, ach fuck, warum habe ich das denn gemacht? Dann ist man wieder völlig raus aus dem Thema. Hier muss ich jetzt aufpassen. Das sieht irgendwie... Ja gut, okay. Hier unten ist kein Abgrund. Das ist wirklich... Das sieht man jetzt hier nicht so leicht. Dadurch, dass man noch nicht so weit nach unten gucken kann. Das ist auf der Game Gear-Version dann natürlich nochmal schlimmer. Das, da hast du ja noch kleineren Bildschirmausschnitt. Und, Da siehst du den Boden dann erst recht nicht mehr. Boden! Ja, ist gut, Alex. Ja, den Boden. Ach Mensch, Alex. Alex, was denkst du hier immer dabei? Nicht über Boden grölen. Boden! 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 Okay. Wenn ich den Audiospam vergesse, versteht den Gag keiner. Wahrscheinlich vergesse ich ihn. Ich vergesse ihn immer. Wenn ich das schon so großkotzig ankündige. Ich brauche noch irgendwo 9 Ringe. Die müssten noch irgendwo da oben sein. Das kann jetzt aber wirklich nicht so schwer sein. Ich darf nur nicht, ich werde natürlich ein bisschen hippelig, zappelig, wie auch immer, wenn wir nur noch 9 Ringe übrig sind. Macht man extra Fehler. Oh Gott, nee, das sollte man nicht hin. Also nochmal. Vielleicht mal hier drauf. Und dann sollten wir vielleicht in der Lage sein, darüber... Das hat sogar geklappt. Sehr schön. Ah, und hier sind noch Ringe. Perfekt. Die schnappen wir uns jetzt. Schön nacheinander und... Lieber so. Lieber nicht mit diesem Pogo-Ding. Ah, ich habe doch eine Menge gekriegt. 5 fehlen noch. Und da sind die letzten. Wuhu, Leute. Wir haben den nächsten Versuch. In der 4. Chaos Emerald Welt. So, und jetzt muss ich aufpassen. Also, ich weiß ja jetzt, wie ich zu springen habe, wie ich über diese eine Erhöhung da drüber komme. Und zwar so. Ja, so funktioniert das. Und jetzt kommen wir nämlich ein bisschen schneller hier voran. Und, ah, sehr schön, eine Stoppuhr. Jetzt haben wir vielleicht sogar gute Chancen, ihn schon zu finden. Der war irgendwo relativ weit oben auf einer Erhöhung. So viel weiß ich noch. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal hier oben. Da! Hallöchen! Ah. Moment. Daneben war noch. Genau. Das schnappen wir uns. Und das müsste eigentlich schon reichen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Nu, nee. Oh, da oben ist der Chaos Emerald. Das darf nicht wahr sein. Komme ich das auch so ran oder brauche ich... Ah, nee, so komme ich da, glaube ich, nicht ran. Fuck, so wie es aussieht, brauchen wir noch einen Versuch. Ja, so komme ich da nicht ran. Mist. Ich hab's schon wieder versaut. Och, Mann. So ein Mist. Ah, ärgerlich. Das lief ja jetzt mal überhaupt nicht nach Plan. Aber zumindest wissen wir jetzt, wo er ist. Das ist doch schon mal viel wert. Okay. So, jetzt konzentrieren wir uns schön auf die 100 Ringe, weil hier dürfte es jetzt vielleicht sogar ein bisschen schwieriger sein. Schwieriger, ja doch, ich denke schon schwieriger sein als in der Zone 1 oder in Akt 1 davon. Nicht, dass wir es hier, jawohl, nicht, dass wir es hier versauen, das wollen wir ja nicht. Ah. So, extra Leben. Wir werden sie zwar hoffentlich nicht brauchen, aber man weiß ja nie. Ja, also, ich denke, wow, ohne jetzt arrogant wirken zu wollen, aber ich denke, die Messe ist gelesen, also... Mit 13 extra Leben haben wir das Ganze hier schon so gut wie gepackt. Wir müssen halt nur die Chaos Emeralds sammeln. Das ist die Schwierigkeit. Wenn ich sie jetzt noch 3-4 Mal nicht krieg, dann war nämlich unsere letzte Chance und wir stehen bei Robotnik wieder mit leeren Händen da. Das darf natürlich auch nicht passieren. Wir kämpfen hier also nicht gegen den Game Over, sondern einfach darum, dass wir die Chaos Emeralds rechtzeitig kriegen. So. Probieren wir unser Bestes. Geht bestimmt... Oh, ah, verdammt. Geht, ja, es geht... Jetzt geht es definitiv schneller, als ich das hier mache. Ups. Ah, fuck. Fuck, fuck. Vergessen. Hier muss ich ja das machen. Und ich versage. Was ist denn hier los? Und ja. Na bitte. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit aufholen. Wer weiß, wie knapp das am Ende wird. Ich nehme mal an, dass ich irgendwo noch so ein... So ein Hoverboard... Wie nennt sich das? Vergessen habe... Wow! So, Moment. Danke. So, hier ist auf jeden Fall eins. Und jetzt gucken wir mal. Irgendwo hier haben wir bestimmt eins vergessen. Ja, hier ist noch eins! Sehr gut, Leute. Damit müsste es reichen. Ja. Perfekt. Wir haben ihn. Wunderbar. Ja, das Level muss man halt ein bisschen können, also ein bisschen kennen, sagen wir es mal so. Man muss es ein, zweimal gespielt haben, dann weiß man, wo der Chaos Emerald ist, dann weiß man, wo diese Hoverboards sind und dann klappt das auch. Sehr schön. Damit haben wir Nummer 4, Leute. Es fehlt nur noch ein einziger. Den letzten hat ja Robotnik. Aber noch können wir ihn nicht sammeln, denn jetzt geht es erstmal gegen den unglaublichen Pingis-Roboter, Leute. Das wird der Hammer. So, machen wir ihn fertig, Leute! Sonic ist schon ganz aufgeregt. Juhu! Ja, er ist so ganz aufgeregt, wie der Gomeluma. Wenn er Sternteile kriegt. Juhu! Los, Sonic! Verwandlung! Verwandle dich in einen... Ah, verdammt. In einen Flipperball und mach ihn fertig. Oder in eine Kreissäge, was dir lieber ist. Aus dem Weg. Yeses. Und Yeses. Und Yeses. Und... Ja, verdammt. War ein Versuch wert. Ah! Oh Gott, nein! Mein Ring ist weg. Das darf nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ah. Gut, gut. Wir haben es trotzdem geschafft. Aber ich hab's unnötig spannend gemacht gegen den lieben Pingis-Roboter. Eieieiei. So, Leute, damit kommen wir tatsächlich schon nach Mecha Green Hill. 100 Ringe gilt es zu sammeln. Und auch... Ja. Es geht vor allem darum, den letzten Chaos Emerald zu erwischen. Weit weg ist er ja nicht mehr. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, das heißt so viel wie,
Du, komische Schnecke, du da mit deinem komischen Ding oben drauf. Ich hasse dich total und ich werde dich bei der nächsten Gelegenheit umbringen. Aber die nächste Gelegenheit kommt anscheinend nicht so bald. Okay. So. Probieren wir es von der anderen Seite. Wenn wir von der rechten Seite mal über die Brücke. Wer baut denn so schiefe Brücken, dass man da runterfällt? Also das ist ja wohl... Wow, Schikane. Egal, wir machen mal hier unten weiter. Die paar Ringe, denke ich, können wir uns schenken. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Naja, vielleicht nicht alle Zeit der Welt. Ich weiß gar nicht, gab es hier auch ein 10-Minuten-Limit? Das gab es bei den alten Sonic-Spielen. Ich weiß nicht, ob das hier auch war. Also auf dem, im ersten Master System-Teil auf jeden Fall. Und im zweiten meine ich auch. Ich weiß nicht, ob das bei Sonic Chaos noch drin war. Aber es kann schon sein. Das weiß ich jetzt nicht mehr. So, auf jeden Fall erstmal hier alles mitnehmen, was geht, weil das ist eine relativ leichte Stelle. Okay. Und wir gehen nochmal hier rüber. Sehr gut. Ah, das sieht doch gut aus. So, schnappen wir uns mal das hier. Juhu! Ja. Granaten als Kokosnüsse. Dieser Dr. Robotnik. Er ist völlig wahnsinnig geworden. Oh Gott, sowas kann immer ganz übel enden. Eieieiei. Das sind aber doch... Es geht doch schleppend voran hier mit den Ringen. Hätte ich mir einfacher vorgestellt. Hier springen wir aber besser nicht lang. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir schnappen uns das Ding hier. So, damit sollte die Stelle dann jetzt kein Problem mehr sein. Ja, wunderbar. Und nicht wieder zerquetschen lassen wie das eine Mal. Juhu! Langt ja, wenn Tails sowas passiert. Aber dem guten Sonic, dem darf sowas nicht passieren. Okay, nochmal rüber. Ah, das ist gar nicht so einfach. Wir machen noch eine Runde. Ah, okay, hat nicht so gut geklappt. Aber ich hoffe, da oben haben wir noch eine Gelegenheit. Ja, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Das hätte übel enden können. Wir haben's. Sehr schön. Der letzte Chaos Emerald, Leute. Jo, und das war die Geschichte mit der Röhre. Hier kenne ich den Weg nicht mehr. Hier muss ich ausprobieren. Ich glaube, dass es irgendwo links war. Ich bin ganz froh, dass ich diese Stoppuhren hier erwische. Da haben wir also jetzt wesentlich mehr Gelegenheiten, falls wir uns irgendwie vertun sollten. Muss ich mich jetzt konzentrieren? Ich habe keine Ahnung, wo es lang ging. Guckt euch das auch mal an. Wie soll man sich das auch merken? Das ist, das ist Wahnsinn. Ja. So, wenn wir jetzt da... Ja... Wenn wir jetzt da oben lang gehen? Das sieht gut aus. Ich glaube, hier sind wir ganz richtig. Okay, und jetzt? Wir halten uns jetzt hier, hier lang. Nein, 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 nein. Ich will, nein, nein, ich will nochmal zurück. Was ist das? Und wir haben ihn. Oh, wow. Das war Glückssache. Da wusste ich jetzt den Weg wirklich nicht mehr. Sehr nett. Ah, wir haben alle Chaos Emeralds, Leute. Die Suche nach den Chaos Emeralds ist abgeschlossen. Wir können uns zurücklehnen und, naja, die restlichen Levels einfach so durchmachen. Wenn wir jetzt nochmal 100 Ringe sammeln, passiert nichts mehr. Also, außer, dass wir halt ein extra Leben bekommen, wie bei Tails. Aber, sonst passiert nichts mehr. Von daher, entspannt euch. Genießt euren Aufenthalt hier in Mecha Green Hill Zone. Sonic ist ja immer so hektisch. Und deswegen wollen wir es diesmal einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen. Sammeln noch ein paar Ringe. Erfreuen uns dieser wunderschönen Grafik.
diesem wunderbar sehr gesund grünen Himmel und diesem wunderbar natürlich wirkenden Palmen mit den vielen, vielen Granaten, die wohl als Kokosnüsse dienen sollen. Naja, für Roboter ist das natürlich eine sehr schmackhafte Nahrung. Aber sicherlich nicht für unseren blauen Igel. Nein, der mag lieber ein paar Chili Dogs. So Leute, da ist die Granate. Aber davon lässt Sonic sich nicht beirren. Warum sollten wir uns davon auch aus der Ruhe bringen lassen? Wir schauen einfach, dass die sich selbst vom Baum runterschütteln und dann haben wir die Sache auch schon erledigt. Dann ist alles im Lack. Wir können Ring um Ring einsammeln, laufen hier entlang und genießen einfach voll und ganz die wunderbare Flora und Fauna. Ja, von Mecha Green Hill. Wunderschön. Seht nur die vielfältigen Freizeitangebote. Fuck! Das hab ich ganz vergessen! Das hab ich ja ganz vergessen! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Oh Gott. Und dann noch beinahe im Öl abgesoffen. Och nee. Jetzt echt? Oh, wisst ihr was? Dann zeige ich euch halt in der nächsten Zone, was passiert, wenn man 100 Ringe sammelt. Das ist ja nervig. Oh. Ja. Ja, ich zeig euch definitiv in der nächsten Zone, was passiert, wenn man 100 Ringe sammelt. Ich glaube, hier renne ich einfach nur noch durch. Ich glaube, der Bogen, der ist für heute überspannt. Ich glaube, das wird's sein. Ich glaube, wir sollten einfach diesen Part beenden und uns zurücklehnen oder so. Aber den Kurs hier, den machen wir noch schnell fertig. Ganz locker, ganz gechillt. Das kriegen wir hin. Ja. Ach komm, ich renne jetzt einfach raus hier. Das ist ja schrecklich. Okay. Was ist denn los? Warum ist denn hier gerade so der Wurm drin? Okay. Ich sehe es ein. Ich bin hier nicht willkommen. Ich bin hier definitiv nicht willkommen gerade. Ja. Wunderbar. Nicht wieder zerquetschen lassen, Sonic. Schön hier lang springen. Geschafft. So, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann... Tja, was dann? Dann ist womöglich schon der finale Part. Aber vorher sehen wir noch den Bosskampf in Mecha Green Hill Zone. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk LP.